Ja, mein lieber Mann hat mir den ja geschenkt. Und mir hat es dann aber irgendwo gestresst, weil das war irgendwie alles Neidungen für mich. Ah, da haben wir jetzt eine Frage, die passt jetzt gleich zum Menüplan dazu. Ganz interessant. Thermomix. Kochen oder kochen verlernen, Bernie? Ja. Meine liebe Freundin hat da eine super Frage gestellt. Thermomix, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen oder so, ist, glaube ich, eine super Hilfe, ist vor allem für mich eine super Hilfe, wenn ich einfach am Vormittag trainiere und irgendwie dann schnell was kochen möchte oder das vorher schon quasi vorbereite und dann währenddem ich nur duschen gehe, wird das dann fertig gemacht. Es ist eine super Hilfe. Aber grundsätzlich, natürlich schmeckt es immer besser, wenn man von Haus aus schon ein bisschen kochen kann und ein bisschen Ahnung davon hat. Also Thermomix funktioniert auch, wenn man überhaupt nicht kochen kann und eigentlich ja keine Erfahrung hat, dann funktioniert Thermomix, weil er sagt ja wirklich jeden Schritt an. Aber ich glaube, ja, damit es dann extra gut schmeckt, muss man schon gern kochen und ein bisschen Liebe aufwenden. Ja, die Thermomix-Geschichte ist ja eh. Er kommt ja eigentlich von mir. Das stimmt allerdings. Ja, mein lieber Mann hat mir den ja geschenkt. Und mir hat es dann aber irgendwo gestresst, weil das war irgendwie alles Neidungen für mich. Und ich habe ja eigentlich alle Geräte. Und dann bist du gekommen und hast gesagt, hey, ich habe keine Geräte. Das war perfekt. Und das war super. Das passt natürlich super. Gott sei Dank, Geräte im Einsatz jetzt. Aber ich bin irgendwie schon hin und her überlegen, weil du so schwärmst davon, ob ich mir nicht doch noch anzulegen. Die langsam wird das echt ein bisschen eine Werbung. Thermomix-Werbung. Kinder. Aber ja, wir dann auf jeden Fall gern kochen, wir dann gern gut essen. Und ja, beide.